Moin Moin und willkommen bei Sims Antino. Ja, heute geht's weiter bei uns hier im Family Bungalow. Das ist die vierte Folge und heute richtig so ein bisschen das Schlafzimmer ein, beziehungsweise so ein bisschen den Elternbereich. Die Folge ist ein bisschen kürzer, weil ich ein bisschen verzweifle am Ende. Ja, lasst euch mal überraschen, warum. Deswegen würde ich sagen, ich laber nicht so lang. Viel Spaß mit der Folge. So, willkommen. Ja, jetzt sind wir hier bei uns im Family Bungalow. Hoffentlich hat das jetzt auch geklappt und ihr habt jetzt gerade ein kurzes Intro gesehen. Ich versuche das ja ein bisschen öfter zu machen. Ja, ob das klappt, weiß ich nicht. Ich gebe erstmal bb.moveobjects ein, damit ich auch die ganzen Objekte so platzieren kann und verschieben kann, wie ich will. Ja, unser Family Bungalow. Hier hatten wir beim letzten Mal so eine öffentliche Ecke mehr oder weniger eingerichtet, wo man vielleicht so einen Markt macht. Ja, als hätte ich es geahnt mit dem Country Pack. Da gibt es ja dann auch so einen Markt. Gut. Kann man aber ja natürlich nicht bei sich zu Hause machen. So, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, der Reshade ist sehr stark, ne? Ich weiß nicht. Na? What? Warum seht ihr den Reshade gar nicht? Oder? Habe ich das... Muss ich das einstellen? Ganz kurz. Nee, Bildschirmaufnahme habe ich auch nicht. Wo habe ich denn das? Ah, nee. Nee, ich glaube, ihr seht das schon mit dem Reshade, ne? Ja, doch. Bei euch ist die Farbe noch nicht so extrem kräftig. Doch. Bei euch ist auch Reshade. Okay. Ja, wir müssen mal gucken. Dann haben wir das Bad schon gemacht und den Eingangsbereich hier so ein bisschen, ne? Und hier ist dann eben das Bad. Ist ein bisschen speziell, aber ich finde das ganz cool. Und mir ist aufgefallen, dass hier ist sehr gelb alles. Seht ihr das? Das stört mich noch ein bisschen. Das müssen wir vielleicht noch im Austausch, dass es nicht mehr so gelb ist, ja? Und ansonsten... Ansonsten müssen wir auch nochmal gucken, dass wir das hier alles ein bisschen umplanen. Denn ich habe hier eine echte Familie drin. Also die spiele ich nicht aktiv. Das ist keine aktive Familie, so in dem Sinne. Aber trotzdem lebt die ja hier. Und die lösche ich ja auch nicht, ne? Das hier ist ja das Grundstück von Beste Freunde auf Lebenszeit, oder wie das hieß. Diese WG. Und die haben jetzt eben sich schon vermehrt durch meine Mods. Und die haben zwei Babys und ein Kind. Ne, zwei Kinder. Wie war das? Ja, zwei... Ein Kind. Na egal. Auf jeden Fall möchte ich hier gerne für zwei Kinder ein Doppelzimmer reinmachen. Und hier ein Babyzimmer reinmachen. Vielleicht Baby, Kleinkindmäßig so für diese beiden Babys. Weil die kann ich auch nicht löschen, ist ja das Problem, ne? Die kann ich nicht loswerden. Und ganz ehrlich, das hier ist mein Spielstand, wo ich drin spiele. Ich möchte auch nicht die Babys einfach abgeben und einfach wegpacken, ne? Das ist auch ein bisschen blöd dann. Ist ja auch blöd für die Sims. Das tue ich nicht. Also sowas mache ich ungern. Wirklich dann da was zu zerstören, weil die Sims entwickeln sich ja. Und ja. Ja, wir müssen mal gucken, was wir heute machen. Ich gucke gerade, ich finde diesen Boden sehr schön, aber der ist mir persönlich zu gelb. Ich muss dieses Gelbe hier rauskriegen. Weiß nicht warum, aber ich glaube, durch meinen Reshade ist das Gelb sehr stark geworden. Und, ja. Ist mir zu kräftig alles einfach. Wir müssen gucken, dass wir es hier ein bisschen unterbeleuchten vielleicht. Naja. Dann auch zwei Lampen, ja. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen in Grenzen hält. So, ich würde die Küche jetzt vielleicht ganz gerne machen wollen. Hier kann man das ja auch erstmal so prinzipiell lassen. Aber ich finde es persönlich, glaube ich, ein bisschen schöner, wenn man das hier so macht. Weil Sims ist halt Sims und ihr wisst, in Sims, ja, ist es ein bisschen schwierig sonst. Ich weiß nicht, wir brauchen mal kurz Liberty. Nee, ja, wir nehmen wir mal kurz, ja egal, Liberty. Oder Travis, komm mal her, Travis. Travis, hierher. Komm mal her, Travis. Ist mit Summer eigentlich verheiratet? Ich meine von wohl. Ja, ah, die beiden Babys sind von euch. Cool. Cool, sehr cool. Ja, interessant, ne? Was in dieser WG passiert ist eigentlich so. Travis ist mit Summer zusammengekommen und Liberty hat dann eben noch jemand anderen gefunden. Ja. Eigentlich ganz interessant, ne? Ist immer so ein bisschen die Hintergrundstory noch zu erfahren, wie es bei denen ausgegangen ist, ne? Ja, jetzt haben die kein Haus mehr. Das Problem ist, es ist halt immer noch eine WG, aber gut, wir stehen da mal rüber. Wir müssen mal gucken, wie wir es einrichten. Ich würde jetzt aktuell zu diesem Kühlschrank tendieren, vielleicht auch so ein bisschen schwarz. Ich persönlich mag ja solche schwarzen, modernen Stahlküchen. Bestes Beispiel ist das hier jetzt so. Sowas mag ich ja wirklich gerne so, ne? Das passt hier auch ganz gut rein. Und das ist auch sehr schön. Das haben wir sonst so noch nicht verwendet. Es ist ein bisschen speziell so, ne? Aber finde ich auch ganz schön. Nee, oder? Naja, ich finde es schön. Aber es ist halt so die... Hier. Es ist
die Werkstatt irgendwie. Das ist so Werkstatttheke, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das kann man so in die Werkstatt gut hinpacken. Aber es passt hier doch nicht so gut rein. Ja, ja. Und ich... Ja, ja. Ne, das passt nicht so gut, ne? Seht ihr selber, glaube ich. Die sind sehr schön, die sind modern und sind neu. Aber da würde ich zu denen hier tendieren. Weil ich immer die benutze, leider. Weiß nicht, warum. Und die hier aber auch schön sind, ne? Sieht man ja, die sind schön. Also verwenden wir auch mal diese. Ja, und sind vor allen Dingen auch modern. Und ich lege ja ein bisschen Wert, modern zu bauen. Haben die auch ohne Reshade diese Textur, frage ich mich gerade. Weil diese Textur sehr, sehr schön ist, ja. Ja, natürlich bauen wir auch wieder mit allen Packs. Also ist natürlich hier keine Limits. Das bedeutet, ich kann ja auch wieder mit traumhaften Innendesign arbeiten. Wir könnten ja auch einen Tiny House Kühlschrank reinmachen. Guckt mal, den hier. Weil wir eine Tiny Küche haben. Also Tiny Küche gleich Tiny House Kühlschrank. So, ah ja, das geht nicht auf, was ich dachte. So. Na, ist da. Und dann kann man nämlich den hier nehmen, diesen Ofen, diesen Elektroofen. Der ist ja Backofen auch. Also Backofen und Elektro-Grill und so zugleich irgendwie. Aber keine Mikrowelle, ne? Ist keine Mikrowelle, das weiß ich noch. Das kann man hier dann sehr schön reinpacken, finde ich. Ja, genau. Dann haben wir hier noch diese Theken. Grau, ne, wir haben das Schwarze verwendet, ne? Ne, wir haben das Grau. Warte, welche Farbe ist es offiziell? Es ist grau oder schwarz? Na, wir nehmen mal das Schwarz, ne? Oder? Wie passt das vom Platz her, frage ich mich gerade. Kann man hier das so in die Ecke machen? Ah ja, ja, ja. Mhm. Ja, okay. Dann könnten wir das vielleicht so integrieren, dass das hier so ganz gerade übersteht. Und man macht das so hoch und das schiebt man dann da so zwischen und zwischen Ding. Seht ihr das? Das passt auch noch. Ja, man muss ja mal ein bisschen gucken, so wie man das alles dann integrieren kann. Das wäre aber so eine Möglichkeit, die wir mal in Erwägung ziehen, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, perfekt. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall schön, auch modern und so, wie wir es eben lieben, ne? Das ist auch sehr schön, das kann ich auch noch hinmachen, ne? Ja, es steht da ein bisschen unten drüber. Das ist halt schade. Das würde ich jetzt so lösen. Dass man das so runter macht. Da habe ich eine Idee. Da habe ich eine Idee. Wupp, der kommt dann noch da drüber und dann ist alles gut. So, gibt es denn jetzt noch eine Farbe, die sich mehr integriert? In dieses Grau-Schwarze. Ich glaube, das hier, ne? Ja, dann haben wir auch noch so ein bisschen dieses Weiß, was nochmal wieder ein bisschen familienfreundlicher so ist. Also nichts Schwarz, nicht familienfreundlich ist. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn man das so noch weiß färbt, dann haben wir das so ein bisschen drin. So, ja, ja. Ja, das machen wir. Mhm. Ist eine sehr kleine, enge Küche. Ist vor allen Dingen auch, sieht so aus. Im Gameplay sieht die so aus am Ende. Geht. Ja, ja, doch. Geht so. Mhm. Diese Dinger muss man sich wegdenken, die sind dann später weg. Wobei man die echt löschen kann eigentlich auch. Ne? Mhm. Naja. Die kann man löschen. Mhm. Auf jeden Fall. Hier muss dann das Spülbecken noch rein, würde ich sagen, oder? Er ist halt da dann ein bisschen, ne, verschenkte Platz. Ist eine sehr tiny Küche. Mhm. Ah, das muss weichen. Ja, ja. Doch, das muss weichen. Das kriegen wir nicht anders hin, ne? Ja, ja, so geht das. Ja. Da können wir das hier vielleicht nehmen. Machen wir das hier so hin. Ist ja mal ganz schön, das Elternfreund. Keine Pack-Limits, liebe ich ja. Ja, ja. Mit Pack-Limits spielen ist echt nie so das Beste. Ja, ja. Ist sehr schwer zumindest. Mhm. So, dann kommt das noch weg und dann schieben wir das ein bisschen weiter so hier hin. Yes, sehr schön. Travis, hau mal kurz ab, du nervst mich hier gerade drin. Hierher teleportieren. Schön. Perfekt. Da ist Travis auch weg und macht uns keine Probleme mehr. Und wir können schön weiter dekorieren. Ja, das sehe ich hier oben. Ne, hier oben sehe ich das auch nicht drauf. Ne? Sie haben an Slots gedacht. Och, ich liebe doch die Sims-Entwickler. Die können was. Die können was. Sie haben einen Slot hier drauf gemacht. Ich glaube, ich bin bestimmt gefühlt der Erste, der das entdeckt. Weil niemand wird daran denken, dass hier ein Slot drauf ist. Aber es ist so logisch. Wow. Entwickler.
Nice. Super habt ihr das gemacht. Super. Ja, ja. Wirklich zum ersten Mal haben wir was gut gemacht. Nee, nicht zum ersten Mal. Aber denkt mal nach. Traumhaftes InDesign. Boah, es ist echt ein super mega Pack geworden. Also, ja, was ist stolz auf die Entwickler? Aber man könnte echt ein bisschen stolz auf die Entwickler sein, dass die sowas geschafft haben, ne? Weil, ja. Gucken wir mal ein bisschen auf die Packs zurück, die wir sonst so die die Jahre bekommen haben. Naja. Geht so, ja. Geht besser. Geht besser. Definitiv. Und da braucht keiner sagen, nö, war alles super. War nicht alles super. Gab einige Sachen, die mich gestört haben. Einige Packs, die vor allem auch unnötig waren. Ja. Star Wars ist das beste Beispiel. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen mal öfter irgendwie mal so einen Talk machen, wo man einfach mal ein bisschen labert, ne? Über Sims und so. Ja. Ja, eigentlich müssten wir das mal machen, ne? Habe ich ja noch gar nicht hier gemacht. Das wird sich eigentlich tatsächlich mal ganz gut lohnen. So, hier natürlich Gaumenfreuden, klar. Das habe ich auch schon in meinem Modern Nordic Family verwendet. Ganz wichtig, auch hier Speisekammer. Das ist eine große Familie, die müssen was futtern, ne? Ja, da braucht man immer ein bisschen was. Was ist das? Oh ne, das passt hier nicht so gut rein, ne? Ah, der ist auch sehr schön. Das ist zwar nicht so umweltfreundlich, aber es ist sehr schön. Wir sind ja auch in Sims, ne? Wir sind in Sims, da kann man das mal machen, ne? Ja. Ja, genau. Dann gucken wir sonst mal noch. Ne, sonst ist auch nichts mehr da. Ja, Debug. BB.show hidden objects. Ja. Habe ich ja auch in der letzten Folge bei meinem Modern Nordic Family gemacht. War ja auch dann ganz spannend. Man muss ja auch mal so ein bisschen die Klassiker rausholen. Klar, Fernbedienung haben wir auch noch nicht. Die werden wir dann später eh nochmal brauchen. Also auch schon mal direkt rausplatzieren. Ja, man darf tatsächlich auch ab und zu mal tatsächlich übertreiben. Ja, ja, also ab und zu mal kann man wirklich mal ein bisschen mehr aus dem Debug rausholen, als man eigentlich braucht. Zum Beispiel so Kaffee finde ich ganz schön, aber ja, passt jetzt auch nicht so gut rein. Da im Vorratsraum ist natürlich auch mal ein bisschen Platz noch, aber ja, Kaffeemaschine haben wir gar nicht platziert, also unnötig, ja. Ah, das wäre natürlich jetzt schön, wenn man das da jetzt drauf kriegt, ne? Ich habe die Tool-Mod da, also kein Problem. Schwebende Objekte, kümmern wir uns gleich noch drum, ja. Ich werde das gleich bewegen. Ui, ja, fürs Babyzimmer, na klar. Hier noch Windeln und so. Ja, ganz klar. Und hier die Nuckelflaschen noch. Sehr schön. Sehr schön, ja. Da brauchen wir alles noch fürs Babyzimmer. Hier Gartensachen, haben wir die schon rausplatziert? Ich meine, dass ich einmal im Debug war, ne? Jo, ich war schon mal im Debug. Warum habe ich vergessen, die ganzen Sachen rauszuplatzieren? Keine Ahnung. Na, ist auch nicht so richtig. Da kann man auch Kuchen platzieren. Cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Noch mehr? Nee. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Ja gut, hier sind wir aber an die Arbeit und dem ganzen Krempel. Warte mal, ich kann auch mal eins drücken. Yes, hab den Mod noch da. Dann klappt sich das so aus. Dann kann man ein bisschen besser gucken. So für Debug-Sachen ist das immer genial. Ja, das ist nie schlecht. Gerade so, wenn man viel im Baumodus unterwegs ist. Da geht's kaum ohne. Hier so ein Basketball ist vielleicht noch cool für die Kinder oder für einen Teenager als Hobby. Ja, auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Na, die Lunchpakete für die Kiddies. Die wurden schon gepackt und stehen hier schon mal bereit. Ja, sehr schön. Ach, toll. Ja, Elternfreuden ist ein tolles Pack. Auf jeden Fall. Ja. Ah, Nagerstreu kann man auch noch reinpacken. Weil wir uns ein Haustier holen, oder? Ja, wobei. Problem ist, ganz viele haben, glaube ich, mein erstes Haustier nicht, ne? Platziere ich mal lieber nicht Haus. Hunde und Katzen, na klar, eine Mausefalle hier drin, ja. Ich bin jetzt kein Fan von Mäusefallen und so. Mäusefallen. Aber hier passen die echt ganz gut so rein, ne? So, hier im Vorratsraum muss rein, nerven die dann auch wirklich, ne? Also da muss man auch mal handeln.
Geht ja nicht. Vor allem auch dann, wenn Ratten kommen. Also Ratten, da muss man echt was gegen tun. Ja. So, ansonsten. Ja, die waren einkaufen. Na klar. Oh. Oh, ich liebe diese nachhaltig Leben, Sprudelsachen. Absolut. Absolut. Oh, jetzt muss ich gehen. Ja, die waren einkaufen, haben gerade frisch ja, die Sachen gekauft, ne? Ja. Genau. Ja, das A und O der Dekoration. Das gab es ja auch noch irgendwie. Das fand ich auch ganz spannend, ne? Und was hier? Was ist das hier? Ah, das ist die Bühne. Ja, ja, genau. Mm, oh, die muss ich platzieren. Ich will da nämlich eine Sache ausprobieren. Ja, da kommt dann wieder der Ausprobierer in mir hervor, wenn man es denn so nennen mag. Der dann da was ausprobieren muss. Und zwar ist da ja ein Klavierflügel drauf, ja. Also müsste ich das doch auch hier drauf platzieren können, oder? Yes, yes. Es hieß nämlich angeblich, das Ding hat keine Slots. Ja, 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 hat keine Slots, ne? Ja. Ja, hat wohl Slots für Musikinstrumente wahrscheinlich. So eine Orgel passt ja auch nicht drauf, ne? Ein Slot hat es. Und wenn die besetzt ist, ja. Ah ja, geht auch nicht alles drauf. Sehr schön. Also es hat Slots, aber es hat halt so ein Slot, da denkt keiner dran. Aber ich habe dran gedacht, ja, ja. Für den Flügel ist hier ein Slot drauf, klar. Anders geht das auch gameplay-technisch gar nicht. Was kann ich jetzt hier machen mit? Kann ich jetzt auch hier... Tatsache, cool. Ja, so, ah ja, genau, Toolmod. Toolmod ist eine Mod, damit kann man ziemlich gut solche Objekte verschieben, wie das da jetzt eben. Was dann eben da ein bisschen zu weit oben ist, mit Shift-Click und dann Tool. Dann kann man heben, senken. Und mit Minus heißt, es geht weiter runter. Dann würde ich mal 0.2 machen. Eieiei. Das war ein bisschen zu weit scheinbar. So, man kann sowas auch rückgängig machen übrigens. So. Dann gibt es nämlich auch noch, wenn man auf den Boden klickt, dann kann man auch rückgängig machen. Kann ich das da wieder schön hinschieben? Und dann müssen wir nochmal gucken. Also es ist, ja, ja, ist nicht weit, aber Tool, heben, senken. Manchmal habe ich da auch kein Gefühl für so. Minus 0.002 vielleicht? Mm. Minus 0.005? Ist immer sehr schwierig, ja, ja. Rantasten. Vorsichtig rantasten. Eben senken. Minus 0.09. Ja. Ja, ja. Ups, Shift muss ich drücken, nicht Alt. Heben 0.03. Ja, dann liegt das da drauf. Perfekt. Sehr schön. Seht ihr das? Da, es ist sehr ganz, ganz eng. Aber es passt wirklich perfekt, ne? Sehr schön, das hat schon mal geklappt. Gut, Küche ist auch schon eingerichtet, ne? Ging ziemlich schnell tatsächlich. Weil wir aber auch nicht viel dekoriert haben, so in der Küche, weil die halt auch ziemlich klein ist, so. Ja. Bad ist fertig, Küche ist fertig. Schön. Dann können wir mal gucken, was wir jetzt machen. Ich habe wohl Bock, das Schlafzimmerreich sozusagen für die zu machen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das ist ein Basketballboden. Ah ja, okay. Ja, wie wir das machen. Man könnte natürlich vielleicht das auch aus Papieren nehmen. Ja. Machen wir gerne so ein paar Proben einfach nur mal. Ja. Mhm. Ja, wobei theoretisch kommt auch einmal ganz. Das ist natürlich schön, das haben wir hier noch nicht verwendet. Genau. Papier ist mir dann doch nicht so. Vom Stil her passt das nicht so. Das ist auch immer sehr schön, der Klassiker so, ja. Ja, es ist sehr holzig, ja. Wenn man das mal so nennen darf. Mhm. Ist mir ein bisschen zu holzig so, ja. Ja, Inselleben hat auch einen sehr, sehr tollen Boden, muss ich ganz ehrlich sein. Der ist sehr schön geworden. Ich würde vielleicht mal in so einen Stil gehen, so von Inselleben.
was Holzboden geht. Was haben wir überhaupt für Tapeten? Die habe ich mir nie angeguckt, ja. Haben wir auch sehr schöne Farbauswahl. Dann vielleicht was Bunteres. Man geht eben wie ich so ein bisschen in die sandige, gelbe. Hm? Ja, doch. Das können wir, glaube ich, mal machen. Und dann machen wir was. Und zwar modular. Machen wir hier nämlich so eine Wand hinter, wo die schlafen. Sozusagen den Kleiderschrank dahinter. Ah, das geht. Wenn ihr euch fragt, wie, werdet ihr gleich sehen. Wo war denn das? Das hatte ich irgendwo gesehen. Irgendwo war das. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Aber ich gucke so viele YouTuber mittlerweile. Ich kann das echt gar nicht mehr alles aufzählen, wo ich überall vorbeischaue. Vor allem auch regelmäßig. Naja, gut, so viele schaue ich jetzt auch nicht, so viele verschiedene. Aber ja. Man nimmt das, ja, genau. Und dann eins, was auch hängt. Mhm. Hängt auch nicht. Ja, man muss sich da beim Stil einigen. Entweder das hier oder das andere. Und wie kriegen wir den einen dann noch besetzt? Ja, der passt wieder nicht. Das ist das Problem. Dann schieben wir das so zusammen. Ey, warum slottet der nicht ein daran? Da, jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Und dann kann man hier nochmal einen drüber machen, theoretisch. Wobei, man kann das tatsächlich machen. Ja. Sehr schön. Das gefällt mir. Mhm. Ah doch, jetzt weiß ich wieder, wo ich das gesehen habe. Das war bei Misha. Bei Misha KK. Die hatte das, glaube ich, gemacht. Ja. Da war das. Ja. Fand ich ganz schön. Dachte ich, kann man ja mal nachmachen. Und jetzt, ja, mache ich es nach, ne? Ja, jetzt müssen wir gucken. Gibt auch Betten, die kann man so ganz gut da reinglitschen. Das zum Beispiel sehe ich auch als immer ganz gutes Bett an, was man da so ganz gut reinglitschen kann. So. Ah, ja, ja, dass man das da noch draufgestellt hat. Naja. Naja. Sag mal, naja. Das kann man natürlich auch noch höher machen. Das sieht auch höher noch sehr schön aus, ne? Ich habe eine Idee tatsächlich, was wir machen könnten. Das sind wie viele Kästchen? 4 Kästchen. Gut, ich muss das mal, ganz kurz wegstellen. Wo kann ich das denn eben hinpacken? 4 Kästchen. Ah ja, da. Vier Kästchen. Nochmal in Modular. Ich weiß nämlich nicht, ob das geht. Aber könnte man hier nicht theoretisch noch mehr von denen hier hin machen? So, dann sind es ja auch 4 Kästchen. Könnte man nicht dann das hier nehmen und da drauf slotten? Ne, es slottet nicht ein, ne? Das ist das Problem. Nee, okay. So wollten wir das, glaube ich, ne? Nee. Aber wir müssen mal gucken. Ich glaube, so passt das ganz gut. Dann kann man das nämlich da so reinglitschen. Dann geht's vielleicht. Nee, dann löschen wir die doch. Das passt doch nicht, was ich dachte. Das geht natürlich auch nicht. Aber dann müssen wir nochmal nach einem anderen Bett gucken vielleicht. Jetzt ist die Batterie von meiner Maus rausgefallen. So. Einmal durchklicken kurz, jetzt passt's wieder. Ja, das passiert leider öfter. Das aus nachhaltig Leben ist auch sehr schön. Es ist zu ranzig. Oh, wäre das geil, wenn das Bett schöner wäre. Oh, das ist wirklich Mobbing. Ja, wisst ihr, das ist Mobbing, dass das Bett jetzt so ranzig ist.
Ah, ist perfekt, das Bett. Ah, das ist wirklich Mobbing. Oh. Oh, meine Fresse. Sorry, habe ich nicht gesagt. Oh, das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja, da war noch das eine Bett, was wir da haben. Das Beste. Ja, guckt euch das doch an. Das passt hier perfekt rein. Da. Also so abgeranzt. Seht ihr, es passt perfekt. Also abgeranzt ist das Problem. So will ich kein Bett hier haben, ne? Aber wenn man das da wegmachen könnte, dann wäre alles super und ich würde nicht drum meckern, ja. Tatsächlich. Machen wir das hier auch wieder so, dann gehen wir so ein bisschen in diese Richtung, ja. Oder ist das nicht so euer Fall? Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr so diesen, ja, Sand-Gold-Stil schön findet. Oder ob ihr sagt, nee, lass mal. Gerne kommentieren, ich lese es mir durch, ich blende euch sogar ein, vielleicht, ja. Wenn ihr es wollt, dann blende ich sogar euren Kommentar ein. Eigentlich blende ich alle ein. Außer ihr schreibt bitte nicht einblenden. Sonst, ja, werdet ihr eingeblendet. Garantiert, ja. Weil ich versuche ja irgendwie die Leute dazu zu bringen, mal bei mir zu kommentieren, weil irgendwie kommentiert halt niemand bei mir. Oder nur sehr wenige zumindest. Und dann muss man ja irgendwie locken. Ja. Aber ihr könnt mir auch irgendwo bestimmt so eine richtig schöne Spiegelwand hinmachen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, guckt mal. Ja. Oh, wie schön. Ja. Ja, oh, sehr schön. Das macht übrigens auch keine Probleme, wenn ich das hier jetzt so ineinander mache. Ne? Ihr seht das, der Spiegel geht weiterhin voll funktionsfähig. Das ist sehr schön bei Spiegeln, dass das geht. Dann haben wir hier eine richtig moderne Front hin. Ich meine, es heißt nicht Modern Family Bungalow. Aber ich wünschte, es würde Modern Family Bungalow heißen, weil dann könnte ich modern bauen. Denn ich muss noch so oft modern bauen, wie es nur geht, bevor dann das Bauernhofpack da ist, weil dann war es das einfach mit dem modernen Bauen. Man könnte natürlich auch ein modernes Bauernhaus bauen. Ja. Geht theoretisch. Habe ich aber nicht vor. Also ich mag gern so diesen Landhausstil, aber in letzter Zeit brauche ich einfach modern irgendwie, ja. Ist das too much? Das ist schwierig, ne? Ja, würde ich eher von abraten. Vielleicht, wenn man es so macht, geht es vielleicht noch durch. Ja, doch. So geht's wohl. Aber vielleicht ein bisschen weiter noch, aber mehr geht wirklich dann nicht, ne? Weil es ist dann halt wirklich too much. Es darf nicht zu viel werden, einfach. Ja. So, das passt. Doch, das passt. Und hier dann vielleicht nochmal so auf der Höhe. Sehr schön. Ups. Ja, einen noch höher und perfekt, oder? Dann passt's, ja. Ja, leider blenden sich Spiegel aus und dann flackert's. Aber wenn man sich eben nähert, dann, wupp, ja. Das sind aber ja auch Grafikeinstellungen. Ne, das sind keine Grafikeinstellungen. Das ist immer so, glaube ich, ne? Ja. Leider. Ah, da kann man nichts machen. Okay. Aber das ist schon mal ganz schön so. Ja. Und was macht man hier hin? Oh, hier hätte ich aber auch gerne noch einen Spiegel irgendwie. Der hier übrigens gefällt mir gar nicht gut. Weil ich weiß nicht, irgendwie. Er sagt mir nie zu. Vielleicht kann man hier auch mal sowas hinmachen. Es muss hier nicht immer der gleiche moderne Spiegel sein, weil den irgendwie eh gefühlt jeder benutzt. Also, hier würde ich dann natürlich auch gerne wieder mit modular arbeiten und einen modularen Kleiderschrank reinbauen, logischerweise. Weil jetzt können wir's, ne? Jetzt können wir's und jetzt müssen wir's, ne? Ja. Also wer jetzt noch nicht irgendwelche super modernen Sachen baut und total geile Sachen, ah, da weiß ich auch nicht. Also, ne, wisst ihr, wer immer noch wartet und keine super Riesensachen vor allen Dingen baut. Ja. Dem ist eigentlich mehr zu helfen. Spätestens seit dem neuen Pack muss jeder irgendwie super moderne, schöne Häuser bauen, ne? Ja. Wo sind denn die? Hier. Da sind sie. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, doch. Ist schon schön. Wenn man hier nochmal so einen hinmacht, dann ist es auch schön.
Dann kann man hier wieder meine lieben Spiegel hinpacken, ne? Damit man sich auch gleich anschauen kann im Ankleideraum. Im begehbaren Kleiderschrank, ja. Doch. Finde ich schon, denke ich mal, eine ganz schlaue Investition, hier einen Spiegel hinzupacken. Ja, und natürlich, ich bin ja Santino, also muss ich auch übertreiben, ja. Klar. Ah, hier könnte man auch noch hinmachen. Kurz gucken, ob das dann too much ist. Oder ob das schön ist. Also ich mag ja echt gern große Spiegelwände, so, ne? Wie ihr sicherlich gemerkt habt, dass ich wirklich gerne Spiegelwände mag. Ja, solange das da nicht durchguckt. Ah, es ist too much. Ah, es flackert herum. Ach ja, da war ja was mit den... Ach ja. Ach, scheiße, ey. Ups, habe ich nie gesagt und habe ich auch nie gemacht hier. Ups, habe ich auch nie gemacht. Ah, ja, ja. Ah, doch, doch. Ja. Wenn man es da oben wegmacht, dann geht es tatsächlich durch. Aber dann sieht es scheiße aus. Sorry, dass ich so sage, aber ist doch so, oder nicht? Findet ihr nicht? Also dann sieht es echt scheiße aus, ja. Ach so, die haften gar nicht alle aneinander. Ach, ja. Ja, das ist ja Mist. Ach, nee. Ja, kommt. Dann lassen wir das mit den Spiegeln. Ja, wisst ihr, da so ein Spiegel rein. Da einfach einen schicken, modernen Spiegel rein. So, Problem ist, hochleveln kann man, runterleveln kann man nicht. Kann keiner. Ja, es ist immer kacke, ne? Mhm. Ja, diese Spiegel, die so fixiert sind, ne? Das ist, ja, das gefällt mir nicht so. Ja, wir könnten vielleicht nochmal gucken, aber nee, es sieht nicht gut aus, ne? Ja, warum kann denn auch verdammt nochmal das nicht so gehen, dass man einfach mit Alt den frei bewegen kann? Schwierig. Sehr, sehr schwierig, einen Spiegel zu finden, der hier passt. Das, ja, das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Den kann man aber auch echt nicht mit der Toolmod, glaube ich, runtermachen. Wenn ich den mit der Toolmod runtermache, dann... Oder? Oh, es geht sogar, doch. Geht wohl. Ich dachte, das macht Probleme, ja dann. Dann mach den mal bitte ein bisschen klein. Und zwar 0,5 vielleicht so. Nee. Bitte kleiner. Verkleinern. Minus 0,05. Ja, warum wird denn der größer? Nee. Wir hatten gesagt, dass er größer werden soll. Nee. Gut, dann lassen wir es. Dann will's wohl nicht. Dann war es das auch für diese Folge. Ich werde mir dann nochmal einen Gedanken machen mit dem Spiegel, wie wir das hinkriegen, weil das ist. Ist ein bisschen schwierig. Müssen wir dann mal gucken. Ich habe tatsächlich spontan gar keine Idee und das ist ja, selten, dass ich in diesem Spiel nicht weiter weiß. Aber ja. Wir werden eine Lösung finden da mit den Spiegeln. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen. Wenn ihr jetzt denkt, ja, ich habe da eine Idee. Kommentiert das bitte unbedingt. Ich brauche eure Ideen, weil ihr seht, ich komme hier nicht weiter mit dem Spiegel. Ja. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Passiert nichts. Keiner frisst euch auf, wenn ihr kommentiert. Also, kommentieren macht Spaß. Mhm. So. Also, damit verabschiede ich euch jetzt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr noch ein anderes Video gucken. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ne? Auf jeden Fall. Wir sehen uns ein andermal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin und tschüss.